Okay, es geht weiter. Square Enix. Juhu, Leute, willkommen, meine lieben, lieben Abonnenten. Es ist ein neues Projekt, wie ihr gerade seht und gerade lesen könnt. Final Fantasy 1 und 2. Dawn of Swords. Also, ich werde jetzt die Final Fantasy Reihe durchzocken. Weil ich mir jetzt vorgenommen habe, weil ich ja 3 schon gezockt habe. 4 habe ich ein Problem mit dem Emulator. Das wird auch als GBA Let's Play von mir kommen. 5 und 6 habe ich alle auf Deutsch, also kein Problem, alles ist auf Deutsch bei mir. Und also jetzt hier Final Fantasy, Final Fantasy 2 und Monster Fiebel. Monster Fiebel ist eine Ansammlung von Monstern von 1 und 2, damit man irgendwie bei 2 was freischalten kann, die Final Fantasy 2 Renaissance. Ich habe es gelesen, anscheinend gibt es das hier und ich werde versuchen das zu machen. Aber zuallererst den ersten Final Fantasy Teil. Für GBA. Es gibt auch andere, die Mystic Legend of Final Fantasy oder Mystic Quest oder so, ist auch ein Final Fantasy Teil. Den werde ich auch noch später machen, viel, viel später. Und zuallererst mal Final Fantasy 1. Neues Spiel. Ach, ich habe mir schon überlegt, wie ich die alle nenne. Der erste ist ein Krieger. Ja, das ist schon klar. Und ich werde ihn wo ist das K? Mike nennen. Mike, der Krieger. Aus dich mache ich einen muskelgepackten Novizen. Und das ist der gute alte B-E-R-N-D. Bernd der Novize. Heiler ist... Ach, ich hab deine Idee. Sabadin ist ja noch da. Sabadin ist noch da. Sabadin, Sabadin. Ich nenne den Heiler mal Saba. Saba. Nicht Sababa. Saba. Di. I. Was zur Hölle? Sabadin. Achso, Saba. Ich nenne ihn Saba. Saba der Heiler. Klingt irgendwie ekelhaft, aber egal. So heißt er halt. Sabadin. Hey. Und den letzten nenne ich mal... Wie soll ich den letzten nennen? Ach, ich habe eine Idee. Wo ist... L... U... Z... I... Luzi. Mike, Bernd, Saba und Luzi. Das sind meine Charaktere. Mike der Krieger, Bernd der Novize, Saba der Heiler. Lucy, der Schwarzmagier. Und jetzt beginnen wir mit der Story. Möchte ich mit der Gruppe auf Reisen gehen? Also, mit der Truppe müssen wir jetzt hier rumkämpfen. Aber erstmal das Intro genießen. Die Welt ist von Finsternis umhüllt. Sehe ich an den schwarzen Wolken und einen Donner. Kackhaufen im Sand. Din, 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 din. Die Winde erstarben. Geht klar, Chef? Geht klar. Okay, Donner. Donner Action. Die Meere tobten. Muhoho. Okay. Die Erde ist faul und verdorben. Sehe ich. Gelb und grün. Das ist ein Anzeichen für Verdorbenheit. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Aus welcher Prophezeiung denn, Leute? Aus welcher? 4 Kämpfer mit 4 Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt... Ja, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Pfeil, Pfeilix. Das sind die 4 Kristalle. Rot, Blau, Grün, Gelb. Oder Rosa, Blau, Gelb, Grün. Mystik! It's Barbie Time. Also das ist unsere Truppe. Okay, der will jetzt uns nicht durchlassen. Warte mal, erstmal was einstellen. Optionen. Laufen. An. Also damit läuft er die ganze Zeit. Text ist auf 2. Fensterfarbe. Monsterfiebel. Da kann man aufschlagen. Hier kann man die Sprache wieder ändern. Und man kann jederzeit speichern. Mike, Bernd, Saba, Luzi. Okay, das habe ich jetzt gespeichert.
Kann ich auch Charakter wechseln? Okay, er läuft, er läuft, er läuft um sein Leben. Frau? Willkommen in der Stadt der Träume, Cornelia. Danke, dass du mich willkommen heißt. Okay. Soll ich euch etwas zu Rüsten erzählen? Nein. Fragen zu eurem Items haben? Nein. Hossa, ich kann euch Geschichten über Monster und Unwesen erzählen, auf die ihr zweifelsohne treffen werdet. Okay. Zum Henker mit diesen Viechern. Wer weiß, aus welchem Loch diese Biester überhaupt gekrochen sind. Nun ja, die Monster werden in Rassen unterteilt. Jede Rasse hat Schwächen und Stärken. Es ist also sinnvoll, wenn ihr im Kampf versucht, die Schwächen eines Monsters zu erkennen. Monster, die sich in Wassernähen halten mögen, zum Beispiel keine Elektrizität. Ach, wirklich? Ebenso gibt es Waffen, die gegen bestimmte Monsterrassen besonders effektiv sind. Geht klar, Chef? Wollt ihr mehr etwas über die Magie lernen? Warte, das doch. Das eigentlich schon. Es gibt zwei Arten von Magie. Schwarz, okay, die Weißmagie. Oh. Für jeden Level existieren die vier Zaubersprüche. Es können allerdings nur drei auf einmal gelernt und getragen werden. Gelernte Sprüche können auch vergessen werden, wenn man sie nicht mehr braucht oder gegen andere Sprüche tauschen möchte. Vergessene Zaubersprüche können natürlich wieder erlernt werden. Okay. Warte mal, war das gerade Brot da? Lecker Brot. Ach, auf was ich wieder hier achte. Ich bin ein süßer Tänzerin, bitte. Ihr wollt mit mir tanzen? Nicht so stürmisch, Freunde. Hihi. Okay. Ich habe nur mit dir geredet, aber sie dachte, ich will mit dir tanzen. Okay. Ein Brunnen. Schluss. Gut erkannt, mein Kumpel. Soldat, rede mit mir. Gesegnet seien die Kristalle. Preiset den Herrn, sage ich mal. Kaufen. Kettenhemd. Kettenhemd für... Okay, hab ich. Und ein Harnisch für ihn. Okay, jetzt holen wir uns mal ein paar Waffen. Nunchaku. Also dein Novize ist ohne Waffen viel stärker als mit einer Waffe. Hat man ja gesehen bei 3. Stab. Was will ein Krieger mit einem Stab? Rapier, Hammer. Ja, kaufen wir mal. Stab kaufen wir mal. Und einen Hammer kaufen wir auch mal für die Weißmagier. Für den Weißmagier, nicht Weißmagierin. Saba ist ja keine Frau. Rüsten wir ihn aus mal. Habe ich gerade einen Fehler begangen? Kann es sein? Ausweichen. Aber Abwehr wird dann sehr verstärkt. Lederharnisch. Was willst du mit einem Stab? Ablegen. Unbewaffnet bist du viel stärker. Rüsten. Lederharnisch. Ja, komm. Was willst du mit einem Stab? Du kriegst den Hammer. Ah, okay, den kriegst du einen Hammer. Und du kriegst einen Stab. Willst du mich verarschen? Ein Messer. Das sind solche... Ach, egal. Ich sag dazu einfach mal nichts. Habe ich jetzt umsonst gekauft, oder was ist passiert jetzt? Kaufen. Wie viel Geld habe ich? Holt mir später. Ich wohnte früher in der östlichen Hafenstadt Pavoka. Zum Glück bin ich weggezogen. Es sollten sich nämlich Piraten dort niedergelassen haben. So, meine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfern des Lichtes. Haltet ein. Sind das Kristalle in euren Händen? Bitte folgt mir zum König. Wieso? Ich wollte nur die Stadt erkunden, verdammt. Reisen, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Ja. Irgendwie erklärt man einfach nicht, warum die Kristalle haben. Einfach so, okay. Die Prophezeiung Lukans. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Majestät, ich würde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier Kämpfer aus der Prophezeiung handelt.
Doch wie kann ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just. Okay. Just. In diesem Moment, Augenblick. In diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichts, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Cella, ist entführt worden. Galan, ein Ordensritter unseres Königreichs, entführte ihre Majestät und streckte seine regierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Unsere Bemühungen, Prinzessin Cella zu befreien, scheiterten kläglich. Keiner unserer Ritter kann sich mit Galan messen. Wieso denkst du denn, dass wir das können? Wir kamen zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum östlichen Kontinent ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Cella zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle schützen. Also hat er mit anderen Worten uns bestecht. Was? Die Tänzer aus der Stadt hat ein gutes Gespür für wichtige Informationen. Ich dachte gerade, er würde uns irgendeine Nutte vorstellen. Speer sichteten Galan. Okay. Hier ist einfach nichts kapiert. Und ach ja, ich werde mit Lösungsbuch hier, also mit Komplettlösung hier spielen, weil ich werde 100% in diesem Spiel. Ich flehe euch an, bringt meine Tochter wieder, bitte rettet sie. Ja, okay, geht klar, Tochter. Ja, Frau. Alle sind tief bestürzt über die tragischen Geschehnisse. Ja, ist klar, Soldat, ist klar. Der König ist in tiefer Trauer, bitte rettet die Prinzessin. Geht klar, Chef. Was bist du für einer? Galan war einst der stärkste Krieger unseres Königreichs, doch er gierte nach Macht und verlor sich selbst aus den Augen. Ein Machtgieriger. Warte, Galan ist der aus. Ist es der aus Dissidia? Der? Wenn ja, Hut ab. Frau, geh weg, ich will meine Schwester wieder haben. Dafür musst du aus dem Weg gehen, danke. Und du? Deine Majestät ist verzweifelt. Schön, dass es auch bemerkt, das Schwachmat. Ey, wie komme ich jetzt dahin? Wie komme ich auf die andere Seite? Es muss doch einen Weg geben. Ach so. So komme ich auf die andere Seite. Yay. Erstmal das Schloss erkunden. Was sagst du so? Unsere weisen Vorfahren versteckten vor 400 Jahren kostbare Gegenstände in diesen Schatzkammern und versiegelten ihre Türen. Es sollen die Elfen gewesen sein, die sich des Schlüssel annahmen. Okay. Also kann ich da noch nicht rein. Mit anderen Worten, geht klar. Verdammt, was ist das für ein Strich da unten? Okay, manchmal kommen da komische Striche, merke ich mir. So. Ich weiß nicht, warum die Striche jetzt kamen, aber naja, man kann wenigstens die Striche wegmachen. Das ist ja das Wichtigste. Und ich habe jetzt keinen Bock, einen neuen Emulator zu suchen. Geh weg, Junge. Geh einfach weg. Seid stark in euren Glauben. Mögen die Götter euch gnädig sein. Der will nur unser Geld. Er will nur unser Geld. Ja, das machen wir. Woher wissen die eigentlich das alle? Okay. Frau? Geht klar. So. Okay, das haben wir dann. Die muss das jetzt lernen, oder wie soll ich das jetzt verstanden? Sekt aus. So. Gegner werden in den Schlaf geschickt. Ja, Gegner in den Schlaf geschickt ist besser. Und du? Achso, mit denen haben wir gerade ja geredet. Okay. Tänzerin? Nein, du sollst mir Informationen geben, verdammt. Okay.
Okay, ich werde hier leveln und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.